Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 17. Oktober 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und hat eine abnehmende Mondphase. Diese abnehmende Mondphase eignet sich gut für etwas loslassen, von etwas trennen oder kündigen oder bereinigen, aber auch zum Abnehmen. Mond nähert sich zur Sonne und es bedeutet, der Neumond nähert sich schon. Mond hat eine Verbindung zu einem Stern und dieser Stern heißt Savijava, was übersetzt Ecke oder Winkel bedeutet. Und das vermittelt uns die Botschaft, etwas im Gleichgewicht bringen. Und das ist das Nehmen und Geben. Und da sollen wir drauf achten in den heutigen Tag. Mond bewegt sich schnell und nähert sich zu Savijava. Und dieser Stern vermittelt Fröhlichkeit, ein Fest, aber auch, dass etwas Früchte trägt. Und da sind wir in dieser Vorbereitungsphase. Mond hat natürlich auch andere Einflüsse und das beeinflusst auch unseren Gefühlszustand und das ist nicht so schön oder angenehm, was verursacht Wutausbrüche und da sollen wir heute darauf achten, unsere Emotionen im Zaun halten, nichts übertreiben, weil das zu Wutausbruch führen kann. Die Erde, unserem Planet Erde, bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder und nähert sich immer mehr zu Vertex. Und dieser Vertex ist nichts anderes als der Andromeda-Nebel. Und da treffen sie vielen Sternen wie eine Knoten. Diese Verbindungen, wie Linien, treffen sie sich zusammen. Und das bedeutet für unseren Planet Erde, wir sind in einem Schnittpunkt oder in einem Knoten angekommen. Natürlich, das braucht auch eine Lösung. Und hier werden Treffen geben, wichtige Entscheidungen. Wie geht das weiter? Darum geht es. Und für uns bedeutet die Energie des Erde eine feste Boden unter unseren Füßen, Sicherheit, Stabilität und nähert sich in die Tagen, dass wir wichtige Entscheidungen treffen und mal die Fragen stellen, wie geht es weiter, was gibt uns Sicherheit, Stabilität. Und jetzt schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen an. Tierkreiszeichen Jungfrau. Wie ich schon sagte, sie sollen besonders darauf achten, auf ihren Gefühlen, weil das kann zu Wut führen, also nichts übertreiben. Kann sein, dass die Einflüsse von außen kommen und die Jungfraugeborenen erleben, dass jemand wütend ist und versucht, einen Streit zu provozieren. Und das sollen wir auf jeden Fall die Ruhe bewahren. Die Jungfraugeborenen sollen ihren Bekanntenkreis, Freundeskreis überprüfen und das mal bereinigen. Da sind auch Einflüsse von außen, was vielleicht zur Zeit, das sind immer die Zeitqualität, nicht allzu angenehm ist oder mal auch das bisschen abgrenzen oder mal Nein zu sagen. Ansonsten in die nächste Zeit wird bei der Jungfrau Geborenen ein Aufstieg sein. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen sollen auf ihren Aussehen, auf ihren Auftreten, auf ihren Ausstrahlung achten, weil sie werden jetzt wahrgenommen und wie beeindrucken anderen. Sie müssen nichts verspielen. Wir sollen natürlich bleiben, trotzdem mal auf dem äußeren Erscheinungsbild auch achten. Wichtiges Thema ist bei die Waagengeborenen Liebe, Partnerschaft. Bei einer oder anderen kann das auch um eine geheime Liebe sein. Aber noch wichtig ist auch die Wünsche, Sehnsüchte auch bewusst wahrnehmen, als Ziel setzen, daran auch glauben, vertrauen auf ihren Träume und
Bald kommt etwas in Bewegung, sie werden auch mehr Kraft haben. Es kann auch die sportliche Aktivität sein. Kann auch sein, dass die Wagengeborenen einer oder andere eine neue Auto kauft. Aber dieser Mars-Einfluss, was nähert sich, kann auch eine männliche Person bedeuten. Und was, weil es um die Liebe geht, das trifft natürlich die Wagendamen, dass die, wo alleine sind, haben in die nächste Zeit gute Chancen für einen Neuanfang, für eine Begegnung. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren nähert sich dem Merkur-Einfluss. Jupiter wirkt schon jetzt schon. Und dieser Merkur-Einfluss, diese Annäherung bedeutet für die Skorpion geborenen Handlungen ein Nachricht, ein Treffen, wichtige Gespräche, Terminen, ein Vertrag und es ist schon unterwegs. Die Skorpiongeborenen werden zurzeit auch wahrgenommen und sie sollen auch auf ihren Auftreten achten, auf ihren äußeren Erscheinungsbild, so andere zu beeindrucken und die Gespräche, die wichtigen Gespräche kommen. Das nähert sich. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sollen auf ihren Gefühlen achten und im Gleichgewicht bleiben, die Ruhe bewahren. Es kann passieren, dass jemand versucht, die Schützengeborenen wütend machen oder kommt aggressiv oder versucht, einen Streit zu provozieren. Also die Ruhe bewahren. In den kommenden Tagen wird es schon viel leichter und geht alles spielerischer voran. Momentan ist alles noch unbeweglich oder die Schützengeborenen sind verhindert in Bewegung. Das kann die Sport sein, dass das nicht so toll läuft. Kann auch die Auto sein, Autoreparatur. Kann auch bedeuten, dass eine Reise wird nicht stattgefunden oder auf eine Reise kommen Hindernisse, Schwierigkeiten. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist alles ruhig und stabil. Die Gespräche werden in die nächste Zeit verbessern. Es kommt alles im Fluss, vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist wichtig. Die Liebe, Partnerschaft, die Familie, die eigene Zuhause. Momentan fühlen sie sich ein bisschen eingesperrt. Kann auch sein, dass zu viel Zeit zu Hause verbringen und das ist wichtig, mal auch rausgehen und das im Gleichgewicht bringen. Zu Hause gibt die Ruhe, die Sicherheit, Stabilität und das brauchen die Wassermanngeborenen. Das gibt für die Wassermanngeborenen gerade die Kraft, aber ein bisschen Bewegung, rausgehen, Kontakte pflegen ist gerade auch wichtig, weil das trägt auch Früchte, das gibt auch Leichtigkeit und schenkt Luft und Atmen für die Wassermanngeborenen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen auf ihren Gefühlen achten. Sie sind ein bisschen durcheinander oder fühlen sie sich verletzt. Kann auch sein, dass jemand von Vergangenheit wieder zurückkehrt und kommt alles wieder hoch. Die alten verletzten Gefühle, das ist der Prozess seit längerer Zeit, wo die Fischergeborenen gerade befinden. Man braucht Leichtigkeit, Lebensfreude, Lachen, Spaß am Leben zu haben. Und im Augenblick die inneren Gleichgewicht, die Ruhe, das brauchen momentan auch die Fischengeborenen. Das gibt wieder Kraft und mehr Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sollen die Augen öffnen, rausgehen, schauen, die Chancen, Möglichkeiten. Wichtige Thema ist Liebe, Partnerschaft, aber auch die beruflichen Situationen. Die Wiedergeborenen sind auch sehr kreativ und nicht vergessen, hier bewegt sich unser Planet Erde. Also das vermittelt auch Sicherheit, Stabilität. Ein fester Boden unter unseren Füßen, auch die materiellen Dinge, das zu befestigen. Und unserem Planet Erde nähert sich zu Vertex. Das heißt, wie eine Wende in unserem Leben, wie ein Schnittpunkt. Natürlich nicht nur Vertex beeinflusst das alles, sondern auch der Planet Uranus. Es ist zwar noch rückläufig, hält etwas noch zurück, bremst noch etwas. Kann auch bedeuten, dass etwas von der Vergangenheit noch da ist, was die Wiedergeborenen noch anschauen sollen. Zurückblicken in die Vergangenheit.
Aber gerade diese Umbrüche, Veränderungen stehen die Wiedergeborenen. Sie haben gerade gute Ideen, sie sind auch sehr kreativ, das können sie umsetzen. Und die Möglichkeiten, Chancen, und das ist nicht nur eine, sondern mehrere Möglichkeiten, auch mal bewusst wahrnehmen und dann die Entscheidungen treffen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist etwas ruhig momentan und Gespräche, Kontakte ist wichtig, vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit. Das bedeutet für die Stiergeborenen nicht nur warten und warten, sondern auf anderen zuzugehen. Nicht vergessen, was Zawiyawa, dieser Fixstern, vermittelt für die heutigen Tag. Geben und nehmen. Das passt ganz gut für die Stiergeborenen. Das heißt, auch mal auf anderen zugehen oder mal zuhören und eine Brücke bauen zum anderen, weil das hat auch einen Vorteil persönlich für die Stiergeborenen. Also etwas in Ordnung zu bringen, klärende Gespräche führen, Kontakte suchen, auf anderen zuzugehen. Wichtiges Thema wird auch sein, nicht nur heute, sondern auch in die nächste Zeit noch, bei den Stiergeborenen Liebe und Partnerschaft. Die fühlen sich noch unsicher, aber sie bringen das in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen wie gesperrt oder sie fühlen sich wie gefangen, aber in den kommenden Tagen läuft alles schon viel besser und dann kommen auch die Veränderungen. Auch kleinere Veränderungen, was den Alltag betrifft, aber auch größere Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen machen eine große Reise. Das kann natürlich auch ein Urlaub sein. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Mal nach innen schauen, eine meditative Haltung einnehmen. Es ist Ausland, spielt eine Rolle. Das kann auch eine neue Sprache bedeuten, dass eine oder anderen Krebsgeborenen eine neue Sprache lernt gerade. Eine gute Nachricht ist unterwegs oder ein Termin oder ein Vertrag. Das hat auch einen Vorteil. Nicht heute, aber es nähert sich schon. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wirklich wichtig jetzt die berufliche Situation und sie werden diese Möglichkeiten bekommen, das zu verändern, verbessern und das ist ein Aufstieg für die Löwengeborenen. Wenn sie einen Vertrag unterschreiben sollen oder einen Termin ausmachen, die heutigen Tag eignet sich ganz gut dafür, in die nächste Zeit kommen aber Hindernisse. Also bei Terminen ist wichtig, dass die heutigen Tag hat einen Vorteil für die Löwengeborenen. In die kommenden Tagen, Wochen werden da Einschränkungen da sein, also so planen vielleicht die Termine. Und diese kosmische Energie beeinflusst unser Leben. Das ändert sich Tag zu Tag, Stunde zu Stunde. Jeder Moment ist einzigartig, so wie jeder Mensch ist einzigartig. Jede Geburt, jeder Geburtshoroskop ist auch einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und von diesem Geburtshoroskop kann man auch erkennen, was kommt. Und weil wir schon näher am Ende des Jahres, es ist noch nicht so weit, trotzdem erwähne ich schon, wir können mal die Fragen stellen, was erwartet mich Jahr 2018 ganz persönlich? Haben Sie Interesse daran zu erkennen, was genau kommt Jahr 2018 für Sie persönlich? Sie können gerne mit mir kontaktieren. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.